Hi, mein Name ist Leon, ich bin 16 Jahre alt und hier in Kanada auf PEI Prince Edward Island. Und heute werde ich euch ein wenig über meine Kulturschocks erzählen. Ich hatte tatsächlich 3 Stück, meinen ersten sogar am ersten Tag. Und heute werde ich euch ein wenig erzählen, wie es mir damit ergangen ist und welche Tipps ich für euch habe. Wie gesagt, meinen ersten hatte ich am ersten Tag, ein wenig ungünstig. Ich bin hier angekommen, habe meine erste Mahlzeit gegessen und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das kann mal passieren, passiert jedem, dass es einem nicht schmeckt. Es war auch nichts Schlimmes, doch in dem Moment habe ich einfach gedacht, oh verdammt, ist das jetzt die ganzen 5 Monate so? Wie soll ich damit umgehen? Ja, was mache ich, wenn es mir die ganzen 5 Monate nicht schmeckt? Und ich war total nervös. Ich hatte eine Art Panikattacke. Und musste erstmal mit der Situation umgehen, habe mich dann aber auch schnell sehr gut ablenken können. Ich habe nämlich mich eingerichtet oben in meinem Zimmer und erstmal meine Koffer ausgepackt, mich da erstmal ja, versucht wohlzufühlen und es hat mir sehr geholfen. Und wenn euch wirklich was nicht schmeckt, dann redet mit eurer Gastfamilie. Die wissen, dass ihr neu seid, die haben ja sehr gute Tipps für euch, die machen das auch zum ersten Mal oder vielleicht auch nicht. Also es kommt immer drauf an. Die erleben das aber jedes Mal ein wenig anders. Redet mit denen darüber. Sagt, was schmeckt euch nicht. Im Allgemeinen braucht ihr euch aber auch nicht so viele Sorgen machen. Hier schmeckt eigentlich alles super. Es war wirklich nur der erste Tag, der mir nicht geschmeckt hat. Bis jetzt habe ich sonst nichts anderes erlebt, was mir gar nicht geschmeckt hat. Ich habe hier sogar mein neues Lieblingsessen gefunden. Hummer. Die essen das hier total viel. Es schmeckt total gut. Ich bin damit auf jeden Fall sehr glücklich geworden und kann ich, wie gesagt, nur sagen, redet mit eurer Gastfamilie drüber. Kocht auch mal selber, finden die auch super. Ich koche auch gerne mit meinem Gastvater, der macht das auch total gerne und kocht dann immer mit mir zusammen. Ja, seid ein wenig sozial aktiv, redet mit denen, verschweigt es denen nicht. Die wissen, dass ihr nervös seid. Die sind auch ein wenig nervös und das Essen an sich ist überhaupt nichts Schlimmes. Meinen zweiten Kulturschock hatte ich dann hier ein paar Tage später. Da ist mir so ein bisschen der Jetlag ja, nicht unbedingt zugute gekommen. Ich hatte nämlich für die ersten paar Tage komplett verlernt, Englisch zu sprechen. Es fiel mir total schwer, Formulierungen zu finden, mit anderen Leuten zu reden, weil ich einfach in den letzten Tagen so viel Englisch gesprochen habe und ja, mein Gehirn ein wenig ja, überfordert war, dann braucht ihr euch aber auch keine Sorgen machen. Das fliegt in ein paar Tagen auch wieder. Es war wirklich nur für die ersten 2-3 Tage. Ich bin auch danach auch immer, ja, todmüde ins Bett gefallen. Also, ja, in den ersten Tagen ist es anstrengend, aber danach wird's besser. Braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Ist normal. Die wissen auch, damit umzugehen. Und ihr könnt euch immer noch verständigen, indem ihr mit den Händen irgendwas zeigt oder so, dass ihr was essen wollt, egal was. Also da einfach auch ja, ein bisschen kreativ werden, ein bisschen mit den Händen was machen, das verstehen die alles schon. Genau, und dann meinen dritten Kulturschock, den hatte ich in der Schule an meinem ersten Schultag. Ich war nämlich total planlos, ich wusste nicht wohin. Stand total lost auf dem Gang rum und es war alles neu. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, in welchen Raum ich musste. Ich war ja dann auch ein wenig panisch geworden, als die Schulglocke geschellt hat. Ich dachte mir so, oh verdammt, verpasse ich jetzt meine Schule oder so oder meinen Unterricht. Hab mich dann aber dazu ringen können, jemanden anzusprechen auf dem Gang und das hat mir wirklich mega geholfen. Mit der Person habe ich immer noch Kontakt. Ich bin die ganze Zeit nur noch mit dem unterwegs. Wie gesagt, einfach ansprechen. Und der konnte mir dann auch ganz genau sagen, wohin, was ich machen sollte. Ich bin dann ins Main Office gekommen, also sozusagen ins Sekretariat und die konnten mir auch super gut helfen. Die haben mich wirklich dann zu der Klasse geführt, wo ich hin musste zu meinem Kurs, mir auch direkt den Stundenplan gegeben, also danach wirklich lief alles perfekt und genau, da müsst ihr einfach Leute ansprechen, also da wirklich, da laufen überall Lehrer rum, auch genau, sprecht auch einfach andere Schüler an, die wissen auch immer wohin, die sind da auch teilweise nicht zum ersten Mal da, ihr müsst euch einfach dazu ringen können, jemanden anzusprechen,
geht auch gerne ins Sekretariat, da findet ihr auch oft andere Austauschschüler, die wissen nämlich auch nicht, wo sie hin sollen. Redet einfach mit den Leuten darüber, die helfen euch dabei. Im Allgemeinen, wenn ihr generell einen Kulturschock habt, merkt euch einfach ablenken mit irgendwas und reden mit den Leuten. Sucht euch Hilfe und ja, macht es euch so gut wie möglich bequem, auch mit den Leuten. Die sind alle super nett. Kanadier im Generellen. Ich habe noch keinen grummligen Kanadier getroffen oder ja, nicht so netten Kanadier. Die sind alle mega offen, mega nett. Die wissen auch, wie man mit euch umgehen muss. Die wissen nämlich auch, okay, das sind Austauschschüler. Die wissen nicht, wohin. Macht euch da keine Sorgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem Auslandsaufenthalt. Und vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.